Ein wunderschön, liebe Leute. So, ich fange schon mal an, das Intro zu machen. Hannes hat mir die Kamera in die Hand gedrückt und sagt, Lisa, vlog doch mal. Ich mache kurz was mit Ansgar. Der steht da hinten irgendwo. Ja, wo sind wir überhaupt? Wir wurden eingeladen von Lempen. Wir sind im wunderschönen Emsland. Davon ist das Lempkenwerk. Wir gucken uns hier heute ein paar Maschinen an. Wir haben hier vorne schon, die ist eben schon gefahren. Die haben wir uns gerade schon angeguckt. Wir haben ein kurzes Video gemacht. Hannes hat, glaube ich, auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht oder sowas. Das ist die Karat hier. Dann haben wir noch die Solitär, heißt das. Und da hinten fährt noch der Flug. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade sieht. Aber auf jeden Fall gucken wir uns hier ein paar Maschinchen an. Wir haben schon eine kleine was geschieht hier? Hallo. Was geschieht hier? Ja, ein paar bekannte Gesichter sind auf jeden Fall wieder dabei. Es ist immer wieder ein kleines Klassentreffen-Feeling hier. Sind mit dem Bus hergefahren, also vom Hotel sind wir mit dem Bus-Shuttle hergefahren und so. Es ist wirklich immer sehr, sehr schön. Ein paar bekannte Gesichter, ein paar neue Gesichter tatsächlich für mich auch. Aber wir gucken uns hier jetzt ein paar Maschinchen an. Wir haben schon eine kleine Einführung gekriegt gehabt. Nachher gibt es auch noch lecker Essen. Dann das Ganze dann nochmal auf dem anderen Feldchen. Können wir dann auch nochmal eine Runde fahren und sonst irgendwie was. Und ja, mal gucken. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Flug und so ist jetzt natürlich nicht unser Steckenpferd, aber Aussaat und sonst irgendwie was ist ja dann schon eher unseres. Deswegen kann man sich da natürlich auch mal ein bisschen informieren, immer mal ein bisschen gucken. Und bei Freibier und Getränke sind sowieso immer am Start. Farming und ich haben gerade schon angestoßen. Bier schmeckt auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was noch so passiert. So Leute, wir sind noch mal ein Stück hochgefahren. Wir waren gerade da unten und da war uns ein bisschen zu viel Trubel mit diesen 17.000 Drohnen, die um uns rumfliegen. Wir gucken uns heute ein Karat 10 an und erzählen uns einfach mal, warum Karat, warum 10? Was kann er, was nicht? Genau, das ist, warum Karat? Karat ist unsere Grubber-Baureihe. Die 10 ist einfach der Nachfolger vom 9er. Den haben wir letztes Jahr vorgestellt mit ein paar neuen Features. Etwas größerer Strichabstand. Hier sind wir jetzt bei 31 cm. Besonderes Feature, was es optional gibt, ist der Scheibenvorläufer. Das ist besonders, weil der nur vorschneidet. Ne? Also an den zwei Scheiben kann man es ganz gut sehen. Kein Untergriff, nichts. Die anderen Scheiben sind leicht angewinkelt, aber nur um den Boden vorzuschneiden und zu öffnen, kann man an dieser Fläche auch besonders gut sehen. Hier haben wir eine Fläche, die ist seit 2 Jahren nicht beackert worden, ist eine Brachfläche so gesehen und die schneiden perfekt vor. Ja, genau, also ich möchte mal kurz eingreifen. Also wir haben hier tatsächlich, der Boden, Leute, so wie der ist, haben wir jetzt hier gegrubbert. Und soweit ich das jetzt hier 3-4 Bahnen gesehen habe, war nicht ein Stopfer dabei. Und das ist eigentlich so das größte Problem für die, die das nicht so kennen. Das größte Problem ist immer so ein Boden für einen Grubber. Du hast diese Grasrosen, das ist wie ein Teppich, den du da auseinanderreißt. Du hast teilweise Rosen, die sind 2-3 Meter, die du anfängst aufzurollen und der Acker wird so krass uneben. Keine Frage, das ist jetzt keine Flugzeuglandebahn, nachdem wir da mit dem Grubber rüber. Aber das ist ein Ergebnis, womit man weiterarbeiten kann, muss man sagen. Manchmal gibt es diesen Punkt, wo man sich das so dermaßen versaut, dass man erstmal wieder dreimal rüber muss, damit es wieder glatt ist. Also kenne ich auch aus Erfahrung. Wir fahren bei sowas mit Scheibenecke vorweg, kreuz und quer, um dieses Schneiden, was er jetzt hier vorweg macht, sozusagen vorweg abzunehmen. Genau. Dann haben wir hier, Strichabstand ist wie viel Zentimeter? 31. 31. Das heißt, ihr habt euch gedacht, na guck mal, wenn wir hier mit Flügelscharen arbeiten oder Gänsefußschare, können wir damit flach arbeiten, so bis genau. 15 cm wahrscheinlich so, bis der Zugkraft nachher zu doll wird. Genau, ja. Ja, und wir haben wahrscheinlich auch anderes Scharsystem, damit wir richtig tief können. Was ist so das Limit von diesem Grubber? Tiefe? Ja. 30 cm. 30 cm, so der Klassiker, sage ich jetzt mal. Genau. So. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Allrounder. Wir können natürlich mit den Scheiben fahren, wir können auch ohne den Scheiben fahren. Genau. Für Stoppelsturz habt ihr tatsächlich aber ein anderes Modell, oder? Jein. Also für ultraflach haben wir den Korallin, der wirklich dann ab 2 cm, 3 cm zuverlässig arbeitet. Hier haben wir noch, werden wir dann auch später noch zeigen, das Delta Cut-Char, wo wir dann 4 cm ganz flach und ganz flächig vor allen Dingen schneiden. Das ist ein Char mit 37 cm Breite. Also wir haben großen Überschnitt und dafür die ganz flächige Schneidung. Also okay. Hier geht wirklich von 5 bis 30 cm. Also diese Debatte,
mit dem Ultraflachen ist ja im Prinzip ja gerade so ein bisschen interessant, weil einige Regionen dürfen schon kein Glyphosat mehr einnehmen. Pflanzenschutz ist ein bisschen schwieriger geworden. Teilweise haben wir nicht mehr die Möglichkeit von Vorauflaufbehandlung so gut, wie wir es eigentlich möchten, oder die greifen nicht so gut wegen Resistenzen. Und dann ist im Prinzip diese flache, ultraflache Variante, die für viele interessant ist. Und ihr sagt, für alle, die jetzt einen Karat zum Beispiel auf dem Hof haben, da habt ihr das richtige Schaf für jetzt. Genau. Das kann man auch ganz normal nachrüsten. Also hier jetzt gerade nicht so, durch den großen Aufwuchs setzt sich das natürlich alles hier so ein bisschen ums Schaf. Hier hinten kann man sehen, das ist unser Schnellwechsel-Splint. Genau. Und dann einfach bekanntes Schnellwechselsystem. Schaf runter, anderes Schaf drauf, weiter. Steinsicherung ist bei mir noch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich sehe es hier mit Scherbolzen tatsächlich gemacht, oder? Genau, das ist jetzt so gesehen die Standardvariante mit Scherbolzen. Gibt es natürlich auch überlassgesichert mit einer Feder. Und was wir aber immer haben, ist die Scherbolzsicherung. Also auch wenn man das Ü-Element hat, so gesehen mit der Feder dann, und man hakt zum Beispiel unter den Stein drunter, ne, das ist ja gerade bei dir große Klamotten. Wenn man unterhakt, dann kann es sein, dass das Überlasselement gar nicht aushakt, dann geht der Scherbolzen. Mhm. Also dann bricht nicht der Halm und das Schaf ist dann auch vielleicht verloren, sondern dann geht der Scherbolzen und ja, klappt weg. Kleine Story, ich war letztes Jahr auf dem benachbarten Betrieb und da haben wir ein bisschen über Bodenbearbeitung rumexperimentiert. Und da war ein älterer Karat. Frag mich nicht, wie alt, der war wirklich alt. Und davor war ein 942. Mhm. Und wenn du den Karat vernünftig auf 30 cm gemacht hast, und der war wirklich schwerer, harter Boden, 60 Bodenpunkte, kamen die Scherbolzen. Also so viel Kraft wirkt da auf diesen Scharspitzen. Dann wenn wir einen Tiger drüber, und auch da tatsächlich war der Boden so hart, dass auch da die Lastsicherung trotzdem kam. Ne? Ah, okay. Krass. Also wirklich richtig harter Boden. Ja. Und da war das nämlich ein Problem, dass bei tiefen Lockerungen das quasi nicht richtig bearbeitbar war, weil ständig der Scherbolzen kam. Ja. Lass uns noch einmal ein bisschen, ja gut, hier machen wir eine Einebnung, glaube ich, das ist selbst erklärt. Lass uns mal ein bisschen über das Weizensystem sprechen. Ist das die einzige Variante? Welche habt ihr noch? Also wir haben insgesamt 13 Walzen, unterschiedliche Paarungen, die man in diesen Arbeitsbreiten oder für den Grubber bekommen kann. Von 3 bis 7 Meter, auch wechselbar. Also wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, sind die Walzen natürlich auch wechselbar. Hier in der 5-Meter-Variante noch starr in der Querneigung so gesehen, ab 6 Meter dann auch mit Pendelung. Was diese Doppelwalzen, die wir haben, aber alle haben, kann man auch hier ganz gut sehen, dass die in Fahrtrichtung arbeiten können. Ne? Sieht man ja hier jetzt auch, dass er schon gearbeitet hat. Das ist jetzt auch schon eine ältere Walze. Ja. Genau. Also das ist dann ganz wichtig, weil es ja ein walzengeführtes Gerät. Und wenn der jetzt über einen Stein drüber fährt, dass dann nicht dieses Gerät zweimal so rausgehoben wird, sondern... Okay. Ne? Verständlich? Boogie. Glaube ich, habt ihr euch Gedanken gemacht. Im Grundprinzip, glaube ich, ist es der Karat, den ihr schon viele Jahre baut, genau. würde ich sagen. Aber letztendlich, glaube ich, auch eine solide Maschine. Genau. Also ihr seid ja gar nicht so schlecht auf dem Markt positioniert in der Hinsicht. Ich würde sagen, das soll uns erstmal hier beim Grubber gereicht sein. Da fährt ein Flug. Den werde ich euch aber nicht vorstellen. Aber was zur Drillmaschine. Dazu werde ich euch noch ein bisschen was sagen. Da gab es ein, zwei interessante Punkte. Da fahren wir gleich mal rüber. So, jetzt sind wir hier mit Martin an der Solitär. Ein, zwei Punkte waren ganz interessant, aber sag doch mal einfach in 2, 3 Worten, was so ein bisschen besonders, was zeichnet die Solitär aus, wo sind da eure Stärken? Ja, im Vergleich zum Wettbewerber haben wir die 12,5 cm Scharabstand bei den Sähscharen und wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, ganz verschiedene Kombinationen zu machen. Also vorne haben wir verschiedene Möglichkeiten, wir haben einmal einen Reifenpacker oder wie jetzt das Crossboard, da gibt es auch nochmal 2 verschiedene Möglichkeiten, einmal wie hier Tastrad und Crossboard oder durchgehendes Crossboard. Dann haben wir hier das Scheibenfeld. Auch da haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier die gezackten Hohlscheiben, bekannt vom Heliodor, einfach eine Kurzscheibenegge oder halt auch gerade Weltscheiben. Gerade bei Ackerfuchsschwanzproblematik, wo möglichst wenig Erde bewegt werden soll, ist das von Vorteil. So, dann kommt hier die Düngerschiene. Wenn wir einen Doppeltank haben, können wir hier entweder Dünger ablegen oder grobkörnige Leguminosen, wenn wir Gemenge haben. So wie ich das sehe, sind das 25 cm? Genau, ist immer doppelter Scharabstand von der Sähschiene. Hier haben wir jetzt 12,5 cm Scharabstand, dementsprechend hier 25 cm.
Zur Option haben wir auch hinten 16,7 cm. Dementsprechend dann auch da wieder doppelter Abstand. Genau, und bei Lemken fahren wir die Philosophie, dass vor der Särchen alles Bocke eben sein muss. Deshalb haben wir hier einmal die günstige Option, einen Striegel, den quasi unverdichteten Bereiche zwischen den Rädern nochmal planiert, dass vor der Sägeschiene wirklich ein ebenes Saatbett ist, dass wir auch nicht mit Striegel eben einebnen müssen nach der Sägeschiene. Genau, und ansonsten hier die bekannte Sägeschiene von den bisherigen aufgesattelten Sämaschinen mit hydraulischer Schardruckverstellung. Das heißt, wir können vom Terminal aus 10-fach den Druck verstellen. Das hier drinnen wurde mir vorhin erklärt, ne? Genau, hier. Ja. Also man muss sich vorstellen, das Rohr ist quasi mit Öl gefüllt und das bekommt dann das Öl vom Gebläse. Und wenn wir da mehr Druck drauf geben, kommt halt ein höherer Druck in das Rohr rein. Okay, jetzt haben wir mal grundsätzliche Fragen, die bei Drillmaschinen in dieser Art meistens häufig auftreten. Ist eine Sache ist die Drift. Ja. Können wir die beide unabhängig voneinander einstellen, um eventuell bei einer Drift etwas zu machen? Nein. Über die Neigung vom Rahmen höchstens. Ne? Also wir haben ja hier den Dreipunktanbau, das ist der Vorteil davon. Da können wir dann mit der ERR ein bisschen justieren. Ach, tatsächlich, dann, ob wir dann vorne genau, ein bisschen mehr reinstellen oder hinten, ja? Dementsprechend bekommt dann entweder das vordere mehr Drift oder die hintere Reihe. Okay. Genau, also grundsätzlich hat die vordere, die geht ja durch den unbearbeiteten Boden, die hat natürlich mehr Seitenzug als jetzt die hintere, weil die hintere hat ja schon die Krümelung und die Lockerung von der vorderen. Deshalb tendenziell nicht nach vorne, sondern eher ein bisschen nach hinten. Okay, wie sieht das aus? Die Problematik ist ja ganz oft dieser schwimmende Boden hier am Rand. Ne? Ja. Der Boden, gerade hier sind wir ja extrem fluffig unterwegs. Wenn der trockener ist, schwimmt er wie eine Welle und fließt hier rum. Ja. Wie sieht es da aus? Klar, ihr sagt, ihr habt Versatz in den Reifen, aber ganz kriegt man es ja wahrscheinlich nicht weg, oder? Ja, ist natürlich schwierig. Hier haben wir jetzt Extrembedingungen. Zum Glück ist noch ein bisschen feucht. Wenn das noch trockener ist, dann summiert sich das natürlich. Man kann natürlich hier mit den Seitenscheiben arbeiten. Ne? Wenn man weiß, dass hinten eine kleine Bugwelle nach außen geschoben wird, dann kann man hier die in den Löchern anpassen. Dementsprechend arbeitet man dann das vorne, dass man lieber eine kleine Furche hinterlässt, die dann quasi von dieser Bugwelle nachher wieder geschlossen wird. Mhm. Habe ich vorhin gesehen, ihr habt in dem Werk steht noch eine Variante, die hat hier vorne Walze. Die fand ich extrem interessant, weil sie ja nochmal nach dem Rückverfestigen nochmal rückverfestigt. Genau. Was ich, glaube ich, auf Sonnenböden sehr, sehr interessant finde. Ich glaube, die wäre hier auf diesen Bedingungen sehr gut gelaufen. Ja, aber die darf wahrscheinlich nicht schmutzig werden. Deshalb ist sie jetzt aus Kunststoff. Ne? Also das ist auch die Neuerung gegenüber der Kompakt-Silitär KH. Ja. Also ist ja die Vorgängerversion hiervon. Und jetzt haben wir die Walze aus PU, also Hartplastik, für sehr harte Bedingungen, sage ich mal. Macht die zum einen leichter, zum anderen weniger Schmutzanhaftung. Und klar, die ebnet besser ein. Also die ebnet besser ein in der Reihe. Und wir haben noch mal so eine rein vorverdichtende Wirkung. Das heißt, vor jedem Sächer läuft noch einmal so eine Scheibe, ja, die dann wirklich in der Reihe noch mal vorverdichtet. Das heißt, wir haben einen besseren Kontakt zwischen Saatkorn und Erde nachher. Ja, klingt ein bisschen verrückt, weil Bodenverdichtung ein ganz, ganz großes Problem in der Landwirtschaft ist. Aber gerade beim Drillen ist die Rückverfestigung genauso ein großes Problem. Und ganz häufig hat man schlechte Rückverfestigung und deswegen hat man schlechtere Feldaufgänge, weil der Boden einfach nicht richtig gesetzt ist und der Kapillarfluss nicht vorhanden ist und das Wasser sich nicht zum Korn ziehen kann. Was ich ganz gut gesehen habe, Max, blend das mal gerne ein, wie gut sich diese Seescheiben hier dem Boden anpassen. Das sieht man wirklich hervorragend. Aus der Luft, bei den Drohnenaufnahmen, das ist ganz interessant. Dann habt ihr hier 4 Verteilerköpfe gebaut. Genau. Ich denke mal einfach, weil ihr dann 4 Segmente habt zum Schalten. Genau, bei Section Control vorteilhaft. Und wenn es irgendwann zu Applikationskarten kommt, also klar, die Maschine kann Applikationskarten. Aber wenn die Applikationskarten dann auch noch pro Verteilerkopf sind, dann können wir natürlich auch pro Verteilerkopf die Menge justieren. Ne? Okay, ein interessanter Punkt, der vorhin mir schon gesagt wurde. Ihr könnt tatsächlich auch mit diesem Drucksystem auch quasi Bodendruckkarten erstellen, dass ihr auf den Kuppen dölleren Druck auf den Seescharen fahren könnt und auf den geringeren. Genau, also Hintergrund ist, dass man das quasi mit als Parameter in die Applikationskarten aufnimmt. Genau, dann klappen wir mal einmal diesen super coolen Tritt aus. Hast du sehr gelungen, muss ich sagen. Ja. Und zwar, das wird ja hier zu den 4 Verteilerköpfen oder gelangt ja hier zu den 4 Verteilerköpfen mit jeweils 4 Dosiereinheiten. Das habt ihr ja anscheinend beim Dünger so gemacht? Ist das Dünger? Es sind immer die gleichen Dosiereinheiten. Also alle sind düngerfest. Ist jetzt egal, ob ich hinten Dünger einfülle oder vorne. Es ist quasi nur PU, also Haftplastik. Und genau. Ja. Dann habe ich vorhin einmal die Angst gehabt, oh Gott, 4 Dosiereinheiten, 4-mal abdrehen. Aber nein, du hast gesagt, man packt einmal eine Wanne unter, dreht einmal ab. Ist auch ganz schön hier mit Magneten hinten befestigt. Also
ziemlich einfach, trotzdem sicher. Packen wir die hier einmal drunter, einmal die Klappe umstellen, ins Dosiermenü gehen. Und dann machen wir es hier von außen. Genau, entweder, wir haben verschiedene Optionen. Ne? Also Basis ist hier über den Druckschalter, können wir die Dosierung starten und stoppen und Vordosierung starten und stoppen. Das heißt, wir sind erst auf dem Schlepper, da müssen wir die Kulturparameter eingeben, Aussaatmenge und alles und können dann hier, das spart quasi einmal auf und absteigen. Oder halt auch hier mit dem Terminal oder was ganz fancy ist, sag ich mal. Wir können das auch mit der App machen. Vorteil von der App ist, wir sind nicht gebunden an Bluetooth-Reichweiten, WLAN-Reichweiten. Also wenn wir jetzt einen Auszubildenden hier auf der Maschine haben und wir als Betriebsleiter sind im Urlaub, auf Malle, sag ich mal, okay, dann können wir quasi ihm Anweisungen geben, wie er die Klappen zu stellen hat und können die Maschine selber abdrehen. Okay, aber die hat keine Verbindung zu der Maschine? Also doch, die App hat eine Verbindung zu der Maschine. Wie? Wir müssen einmal ganz am Anfang, ich kann jetzt über welches Verbindungssystem? Also über LTE oder über GPS? Über Mobilfunk. Also jede Maschine hat eine SIM-Karte drin und damit können wir uns dann hier das einmal... Das heißt, ihr habt gewissermaßen auch inzwischen ein Telemetriesystem. Das heißt, man sieht schon... Zukünftig, ja. Zukünftig. Das also, heißt, diese ganz normale Telemetriesache, die man bei anderen Herstellern kann, das heißt, du hast ein Portal, da könntest du Aussaatkarten raufschieben mit Sorten und sowas eventuell oder du könntest eine Aussaatkarte dir hinterher nochmal angucken. Genau, und wir sehen halt, wo die Maschine jetzt gerade ist, wie viel Hektar die gemacht hat, wie lange die läuft und ja, okay, so ein Dashboard, sag ich mal. Okay, super interessant. Sag mal so, einmal, hier, wie viel, Entschuldigung. Mal zeigen. Ja? Das ist quasi unsere neue IQ Blue Go App. Da können wir quasi, ist immer derselbe Bildschirm wie auch jetzt auf dem Terminal. Also ist immer dasselbe, dass auch keiner reinfuschen kann. Können wir dann die Abdrehprobe machen, alles eingeben. Ja. Abdrehprobe starten. Sehr smart, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Sehr smart. Und ich glaube, für einen groben Überblick war es das hier in der Hinsicht. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist beim Unterfußdünger, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Spur sieht, und das sieht man auch tatsächlich bei den Drohnenaufnahmen, die laufen natürlich nicht so schön in so einem Parallelogramm. Ne? Das ist richtig. Also die hängen dann auch wirklich in der Luft. Die sind ein bisschen davon abhängig, dass das Ganze gerade im Boden läuft. Ne? Ja, Hintergrund ist auch, wir müssen hier mehr, wir wollen ja auch tiefer ablegen. Dünger soll ja immer in dem Fall ein bisschen tiefer als die Saatkorn liegen. Oder wenn wir auch mit grobkörnigen Leguminosen arbeiten in einem Mix. Ja, die würden auch tief ablegen. Also man muss auch sagen, jetzt genau, ist das hier halt auf 2-3 cm eingestellt. Ja. Das würde ja sonst deutlich tiefer schneiden. Können wir alles hier einstellen. Mit Hydroclips nehmen wir welche raus. Geht der ganze Zylinder tiefer. Also er fährt immer bis in den Hydroclips. Wir haben jetzt hier relativ viele drin. Ja. Ja, genau. Okay. Gut, also dann hab ich das auch beantwortet. Für alle anderen, Parallelogramm ist natürlich bedeutend größer. Das würde die Maschine wieder zu lang machen, damit genau, das hier vernünftig geführt wird. Und beim Dünger kann man da mal ein paar Abstriche machen. Kann man wirklich mal machen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ja, wir gucken mal, was es nachher noch so gibt, wo ich euch noch mitnehmen kann, wie gesagt. Den Flug zeige ich euch aber nicht. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. So Leute, wir sind jetzt ein paar Stunden später, wir haben uns nochmal vortragen gehört, sind jetzt hier auf dem Acker und tatsächlich kommen jetzt hier nochmal die Schare zum Einsatz. Für die flachere Bodenbearbeitung, ich will jetzt nicht sagen, das sind 4 cm, die wir fahren, sondern es sind schon so 8. Gut, Strichabstand passt jetzt nicht richtig, aber wenn man mal hier guckt, klar, die Stoppeln sind da noch hier, aber die sind alle abgeschält. Und ich will euch die am liebsten auch zeigen, wenn die Schare aus dem Boden raus sind. Das ist halt ganz interessant, wenn man, sagen wir mal, so ein Gerät schon auf dem Acker hat oder auf dem Hof hat, dann kann man seine Schare natürlich nutzen und so den Grubber nochmal einen anderen Zweck geben. Ne? Wir warten mal, bis die aus dem Boden rauskommen. Aber ansonsten ist das natürlich ein super feinkrümeliger Boden hier. Also es ist ähnlich wie bei mir zu Hause, aber hier ist halt absolut kein Steinanteil. Ne? Wenn ich bei mir noch Sand und Kies mit bei habe, ja, und auch das Bearbeiten hier deutlich lauter ist, bei mir ist das hier so fluffig. Perfekter Direktsaatboden, Leute. Perfekter Direktsaatboden. Möchtest du noch was zu den Scharen jetzt was sagen? Ja, kann ich sofort. Nee, komm jetzt, schieß. Was jetzt? Gib Gas. Ich bin in der Arbeit. Ultra krass Titanbeschichtung. Ja, genau. Hartmetallbeschichtung. Das hier ist jetzt das KG35 Schar. Also 35 cm breit, sprich jetzt gerade haben wir links und rechts gute 2 cm Überschnitt. Dadurch gewährleisten wir den ganzen Schnitt. Und ihr habt es ja gerade eben gesehen, wie fix das ging mit dem Tauschen der Schare. Da macht man einfach hier hinten den Sprint los. Wie wahrscheinlich ist das, dass mir das einen Stein aufmacht? Gar nicht. Komm mal bei mir mal 2 Tage fahren. Können wir gerne machen.
Ich meine, ich habe dafür keinen Einsatz für zwei Tage. Aber ja, erstmal zwei Tage das Ding haben. Aber erstmal zwei Tage. Ich wüsste gar nicht, wo ich damit hin soll. Aber ich glaube, das passiert. Hundertprozentig. Nein. Der schlägt der Stein hoch? Passiert nichts. Passiert nichts. Du kannst ja mal gerne versuchen. So, wo da ein Stein drunter packen soll. Ja. Ja. So, und versuch mal den Splint mit dem Schraubenzieher aufzumachen. Das wird schon extrem schwierig. Deswegen haben wir hier unseren Facebook-Schlüssel. Ah, okay. Den wir dann hier so einhaken und dann so aufklappen. Ja. Ist ja ein krass patentierter Schlüssel schon wieder. Das weiß ich nicht, wie patentiert. Ich sehe den schon, wenn das ich so einen Teil zu Hause hätte. Der ist verloren. Der ist erst in der Waschmaschine, dann in irgendeiner Hose und dann sieht man den nie wieder. Absolut. Und dann ärgerst du dich, dass du es mit dem Schraubenzieher oder so machen musst. Ja, hundertprozentig. Mit rotem Kopf die ganze Zeit. Und bin richtig sauer, weil sonst Ding da gebaut wird. So, haben wir gesehen, Leute. Schöner Überschnitt. Wenn man so ein Teil auf dem Hof hat, sind die Schare ganz interessant. Dann habt ihr jetzt exklusiv für den Karat diese Schare. Also alle mit Schnellwechselsystem. Also Karat 10, Karat 12, angebaut, starr. Egal, haben alle das Schnellwechselsystem, kann man da ganz einfach draufsetzen. Das Wichtige ist halt, dass man guckt, wir haben das FG35 und das FG37 Schar, dass man den richtigen Überschnitt dann hat. Okay, ich habe jemanden, der ist Karatfahrer, dem schicke ich erstmal gleich davon ein Foto, mal gucken, was er sagt. Ja, gerne. Gut, Leute, bis später erstmal. So. Soll ich? Leute, wo soll ich denn jetzt hin? Fahr einfach mal hier mit Autopilot, ja, geradeaus. Drück mal Go. Ja, aber erstmal muss ich hier. Nee, du musst rollen für Go. Ja, aber hier nach vorne. Ja, roll, drück doch mal, der fährt doch noch nicht los. Ja. Hast du alles vergessen, Max? Ja. Los, jetzt roll an. Und dann drückst. Hier? Nee, ich glaube Mitte Go. Hier? Ja. Und dann drückst du mal Auto um. Da? Ja. Und jetzt Tempomat nach rechts. Und wenn einer im Weg steht, den holst du um. Und jetzt? End? Bremsen? Nee, kannst ein bisschen einmal den Joystick nach hinten ziehen, genau. Ich hab's mit Fuß gemacht. Und dann nach rechts rum? Und End, ja. So, Leute, wir sind jetzt hier nochmal auf spontan, weil uns beiden draußen kalt war. Hab ich gesagt, komm, Lisa, wir fahren noch eine Runde. Aber macht wirklich ein schönes Arbeitsbild, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab ihren Kontakt, den habe ich gerade mal geschrieben. Der hat einen Karat und er hat gesagt, mega. Also, es ist wirklich geil, dass du so auf Auto musst du erst drücken. Ach, Auto war's. Und dann Go. Dass du natürlich nochmal einen Karat für sowas nutzen kannst. Öfter ist doch, wenn man Bodenbearbeitung machen möchte, der flache Grubberstrich doch ganz interessant, weil er doch ein bisschen deutlich mehr mischt als zum Beispiel mit der Scheibenecke. Ja, man muss jetzt sagen, hier war geflügt oder irgendwie so. Es ist egal, wie es war. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wellig hier im Prinzip der Boden. Aber guck mal, wie krass das Licht noch ist. Ja, ist richtig schönes Licht. Das ist schönes Licht zum Filmen heute Abend hier, Leute. Aber gleich muss ich eigentlich rechts rum, ne? Dann muss ich wieder alle wegscheuchen. Ja. Was sagst du so bis jetzt zum Event? Mega entspannt, eine tolle Truppe, alles super nette Leute, also sowohl die Content Creator als auch die Leute von Lempen. Ist wirklich ein schönes Event, so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling wieder. Ja, ist ein bisschen macht wirklich Laune. Ist wirklich schön, man lernt auch wieder neue kennen. Na klar, sind da wieder Gesichter dabei, die wir. Habe ich auch schon, Gesichter, die man kennt, aber auch Gesichter, die man nicht kennt. Das habe ich nämlich vorhin schon im Intro gesagt. Oh, das war ein bisschen doll. Die Agrar-Creator-Szene ist da ja auch in der Hinsicht gar nicht so riesig. Nee. Also wie gesagt, ein paar Gesichter, die man kennt. Fahr mal eine Spur oder zwei Spuren drüber, damit die da nicht. Ja. Also ein paar Gesichter, die man kennt, aber auch ein paar Gesichter, die man nicht kennt. So, aber auch die Gesichter, die man jetzt nicht kennt oder sowas, ist halt sehr interessant, die kennenzulernen. Jetzt sehe ich natürlich keine Spur. Jetzt fahre ich natürlich voll auf die zu. Perfekt, ne? Getroffen. Quatsch. Ist doch schräg. Den Abstand behältst du doch, Lisa. Ja. Ist auch relativ leichtzügig hier. Ja. Aber es ist ein sehr entspanntes Event. Es ist jetzt nicht so eins, wo man das Gefühl hat, unbedingt performen zu müssen vom Content. Irgendwie so, ne? Also es wird jetzt nicht irgendwie so Druck gemacht oder sowas, weißt du, wie ich meine? Ehrlich gesagt ist es auch sehr, sehr schwierig, weil
wir haben hier drei Maschinen. Ein Flug, eine Drillmaschine und ein Grubber. So, und das sind beides ja irgendwo Techniken, die sind ausgereift, die hat man mal erklärt. Ist schwierig, da irgendeinen Fokus zu haben, dass man sagt, okay, da holen wir jetzt nochmal einen Mehrwert raus. Ja? Also das Einzige ist natürlich klar, welche Vorteile haben die jetzt gegenüber zu anderen Maschinen oder sonst irgendwie was, ne? Dass man das halt irgendwie vielleicht noch rauskriegt oder sonst irgendwie was, ne? Warum ist die Maschine jetzt besser als die von einem anderen Hersteller? Aber im Großen und Ganzen ist das hier wirklich sehr, sehr entspannt. Schön, schön arrondiert. Na, also es ist nicht weit weg. Also wir haben jetzt direkt wirklich das genau. Werk gegenüber. Das ist das Werk. Bremse ist so doll. Du musst doch nicht bremsen. Ich bremse immer. Automatisch. Du kannst auch einfach das Fahrpedal ein bisschen durchdrücken und dann übernehmen. Warum ist die Bremse so doll? Ja, weil du bremst. Ja, aber kein Gefühl. Nee, das rollt nicht aus. Du hast doch einen Anker hinten dran. Ja, das merkt man halt. Übrigens, Leute, da drüben ist Farming und der macht auch Videoaufnahmen. Ist irgendwie schön, wieder Trecker zu fahren. Macht Spaß, ja? Ja. Kannst ja öfter mal bei deinem Mann vorbeikommen, ohne Trecker fahren. Du musst unbedingt noch Häcksler fahren. Bevor dann nachher weg ist. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. So, ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Wir gucken mal noch, was der Abend so bringt. War Lisa, wie viel Bier wird der Abend bringen? Auch nicht mehr so viele. Drei sind jetzt schon weg. Oh, ich habe vier vorhin im Video gesagt. Nee. Oder? Ich glaube vier. Nee. Fami ist, glaube ich, bei vier oder fünf. Ich glaube, ich bin bei drei. Ich glaube, ich habe zwei da getrunken und eins hier. Nebenbei jetzt noch ein bisschen Wasser. Also ganz entspannt. Darf man das überhaupt sagen, wenn man Trecker fährt? Wir fahren noch gar keinen Trecker. Nee? Nee. Machen wir nicht. Und außerdem sind wir auf einer abgesperrten Fläche. Und du meinst außerdem die Bier, die du letztens getrunken hast. Ja, genau. So Leute, auf jeden Fall hören wir uns morgen nochmal auf Rückfahrt. Kleines Resümee mit Farming. Ja, morgen noch Werksführung. Das machen wir noch mit, das gucken wir uns noch an. Ja. Und ansonsten. Und? War ein bisschen besser, ne? Ja. Ansonsten sehen wir uns morgen, Leute. Oh. Bis dann.